Hallo meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute werde ich den Kaninchen wieder ein bisschen Gurke anbieten. Wobei man ja sagt, Gurke sollte man nur in geringen Maßen verfüttern, da der Stuhl dann etwas locker werden kann. Aber ich habe es auch schon mal angeboten an den Kaninchen und die hatten gar kein Problem. Deswegen heute nochmal. Die Milky mag das natürlich sehr, sie kennt das ja auch schon und ihr schmeckt es auch sehr gut. Und es ist auch sehr gut, dass sie das isst, weil sie momentan sehr wenig trinkt und Gurke enthält ja 99% Wasser. Also ist es auch gut, dass sie ein bisschen Flüssigkeit bekommt. Und dasselbe geben wir jetzt auch einmal den Max und er mag das natürlich auch sehr gerne. Er guckt immer erstmal skeptisch, aber sobald er dann weiß, was er bekommt, dann frisst er es auch sehr gern. Und auch aus der Hand, denn er ist ziemlich anhänglich und liebevoll geworden und vertraut der Hand auch. Wie gesagt, er isst auch gerne aus der Hand. Ja, wie schön das Gitter einfach, das ganze Gehege einfach aussieht, wenn es komplett sauber ist und die Milky ist zurzeit sehr müde. Das ist auch ein sehr gutes Anzeichen, dass sie schwanger ist, aber wir machen heute auch nochmal den ultimativen Test, denn es sind jetzt schon über 2 Wochen und wir werden die beiden einfach wieder zusammentun. Im Garten sind die ja meistens zusammen, aber da ist so eine große Fläche, dass da nicht wirklich ein Problem sein könnte und man es nicht wirklich direkt feststellen kann, aber sobald die Milky bei ihm im Gehege ist, dann reagiert sie ja auch anders und das wollen wir heute einfach mal testen, ob sie denn nun wirklich schwanger geworden ist oder nicht. Denn diese müde Maus ist eigentlich nie so oft so müde. Da die Milky noch schläft, dachte ich, kommt der Max jetzt erstmal gerne raus, aber der Kollege ist auch beschäftigt in der Toilette. Ich habe heute wieder frisches Heu reingetan. Und er musste das natürlich direkt essen und markieren. Und deswegen ist er noch auf der Toilette, aber hoffentlich kommt die Majestät innerhalb von 5 bis 10 Minuten nach draußen. Die Tür ist auf jeden Fall offen, denn wir haben wieder heute super schönes Wetter und das müssen wir ausnutzen, denn die nächsten Wochen sehen nicht mehr so toll und sommerlich aus. Ich glaube, der Herbst kommt jetzt wirklich, auch in London. Ganz alleine zum Max in den Käfig reingegangen. Ich habe bei ihr die Tür aufgemacht und ist sie erstmal ganz gemütlich rausgekommen und dann hat sie gesehen, die Tür vom Max vom Käfig ist offen und dann ist sie rausgegangen und zu ihm im Käfig reingehüpft. Der Max befindet sich noch draußen, er guckt die ganze Zeit Garten, mal zur Toilette rüber und ja, die Milky ist jetzt erstmal hier beschäftigt und ich werde jetzt versuchen, den Max zu nehmen und in den Käfig reinzutun, denn der Kollege ist irgendwo im Garten und die Milky ist jetzt auch rausgehüpft. Mal gucken. Die Abendsonne ist natürlich die schönste und das genießen auch meine Kaninchen sehr. Vor allem der Max mag das total, nachmittags, wenn die Sonne halbwegs runtergeht, rauszugehen und einfach nur im Rasen ein bisschen zu buddeln. Im Garten ein bisschen zu sitzen in der Sonne und das ist natürlich super gemütlich auch für ihn und ich genieße es auch immer total, wenn wir nachmittags im Garten sind. Was die beiden hier genau machen, darüber reden wir lieber nicht und gehen einfach zum nächsten Clip. Dankeschön! Ja, hier habe ich das jetzt versucht aufzunehmen, ob die Milky denn jetzt nun wirklich schwanger ist oder nicht. Die beiden sind jetzt bei Max im Gehege drinne und wie ich feststellen konnte, hat die Milky so ein bisschen geknurrt und so ein Geräusch von sich gegeben und wollte das überhaupt nicht zulassen. Also gehe ich mal stark davon aus, dass sie wirklich schwanger geworden ist. Weil sie hat auf jeden Fall nichts machen lassen und hat auch so ein bisschen Geräusche von sich gegeben. Und das ist meistens immer ein gutes Zeichen. Sie könnte auch beißen, was sie ja jetzt nicht gemacht hat.
Aber allein diese Geräusche vom Knurren haben mir schon bestätigt, dass wir dann halt die Tage oder die Wochen dann auch Nachwuchs bekommen. So, jetzt darf die Milky noch ein bisschen im Garten sein und der Max kommt dann später einfach hinterher. Jetzt genießt sie noch ein bisschen die Abendsonne und ich muss sie ein bisschen rauslocken, sonst würde sie hier sitzen bleiben. Aber jetzt ist sie erstmal draußen und darf ein bisschen rumhüpfen. Ja, und die Bilder sind natürlich auch sehr hübsch geworden von der Milky. Ja, die Milky ist jetzt noch ein bisschen im Garten und hier seht ihr auch an der Wäscheleine, dass meine Wäsche hängt. Ich war dabei, Wäsche zu machen und dann habe ich direkt überlegt, die Wäsche kann warten. Erstmal mache ich hier noch ein paar Aufnahmen für euch. Ich hoffe, euch gefallen diese kleinen Aufnahmen von der Milky im Garten. Und weil ich dann vergessen habe, weiter zu filmen, nehme ich euch einfach am nächsten Morgen wieder ein bisschen mit. Und ich bin ganz panisch geworden. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ist alles okay? Wo ist die Milky hin? Ich sehe sie nicht. Ja, kein Wunder, warum wir sie nicht im Käfig sehen. Hier drauf und dann nach dort. Milky. Das ist aber nicht so gut. Ich glaube, ich mache hier von diesem Gehege, dieses Gitter hier oben drauf, einfach nur zur Sicherheit, weil wenn sie hier reinfällt, dass es so viele Sachen liegen hier, dass ich sie einfach so nicht dann wieder rausbekomme. Und dieses Risiko kann ich jetzt auch nicht eingehen, jeden Tag zu suchen. Deswegen mache ich einfach gemütlich hier Gitter oben drauf und dann sollten wir das hier vermeiden, obwohl es hier richtig süß aussieht. Ne, Milky? Aber es geht leider nicht. Also, jetzt versuche ich sie mal ganz gemütlich da irgendwie rauszuholen. Erst aufmachen, dann hier einsteigen. Weghüpfen, ja? Ich heb dich jetzt hoch. Da haben wir sie wieder. Und hier bleibst du auch, ne? Gutes Mädchen. So, das habe ich jetzt einfach so hier das Gitter dran gemacht und da so befestigt. Sie ist zwar ein schlaues Kaninchen, irgendwie wird sie schon sich weiterhelfen zu wissen, wie sie hier wieder rauskommen kann, aber fürs Erste wird das erstmal so bleiben. Ich finde es gar nicht so schlecht, außer dass wegen dieser Heuraufe, die ich da angebracht habe, es ein bisschen komisch aussieht, aber das ist mir egal. Das kann jetzt erstmal so komisch aussehen. Hauptsache, das Kaninchen bleibt hier drinne. Und der Max macht schon wieder Krach. Ja, Milky, ich sehe dich. Da kannst du jetzt nicht mehr drauf. Aha. Ja, das müsste fürs erste Mal reichen und dann gucke ich nach einer Alternative. Aber ich denke, das reicht eigentlich auch aus, dass sie da nicht wieder drüber klettern kann. Und danke, dass du so viel Dreck wieder gemacht hast überall. Das mache ich dann aber auch gleich sauber. Aber erstmal ist meine kleine Tochter dran, sie hat nämlich Hunger. Wir haben es jetzt morgens früh um 9. Ich habe gerade meinen Sohn in die Schule gebracht und jetzt ist die Kleine auch wach. Jetzt bekommt sie ihr Frühstück und den Kaninchen habe ich heute Morgen schon Futter gegeben. Wie man sieht, hat die Milky alles ruiniert und überall Heu und keine Ahnung. Auf jeden Fall kümmere ich mich später mit dem Frischfutter nochmal für die Kaninchen, aber jetzt erstmal
meine kleine Tochter.